Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem neuen Freitagsimpuls. Auch heute habe ich natürlich wieder ein spannendes Thema dabei. Heul doch, wenn der Wettbewerb wieder mal die beste Ausrede ist. Lassen Sie uns dazu starten mit einem spannenden Zitat von Walter Rathenau, der mal gesagt hat, die Klage über die Schärfe des Wettbewerbs ist in Wirklichkeit nur meist eine Klage über den Mangel an Einfällen. Mal Hand aufs Herz. Hören Sie im Moment auch öfter Sätze wie, in unserer Branche zählt doch eh nur der nackte Preis, mein Gebiet ist zu schwach, ich kann nicht mehr als arbeiten, der Wettbewerb macht ständig die Preise kaputt, gerade ist eben Urlaubszeit, Messezeit, Weihnachten oder eine der weiteren Jahreszeiten, auch beim Wettbewerb natürlich. Der Wettbewerb, der schlägt seit Corona nur noch wild um sich. Freitags geht beim Kunden eh nicht mehr ran, da geht der Wettbewerb aber auch nicht ran. Solange der Wettbewerb die besseren Produkte hat, blamieren wir uns nur beim Kunden, tauchen wir also lieber erstmal später auf. Warum finden genau solche Ausreden heute so häufig statt? Warum sind die so beliebt im Vertrieb? Das hängt mit unserer menschlichen Natur zusammen. Wir streben nach Harmonie. Mit der passenden Ausrede lässt sich eben ein möglicher Konflikt und ein Gesichtsverlust für uns vermeiden. Mit Ausreden versuchen wir unser Selbstbild ins rechte Licht zu rücken. So zu erscheinen, wie wir gerne sein würden oder auch wahrgenommen werden wollen. Auch die Angst vor Ablehnung spielt eine ganz große Rolle. Und die Folgen? Wir nennen das Prokrastination oder platt auch Aufschieberitis. Die Neukundenakquise, das beständige Cross- und Upselling bei Ihren Bestandskunden oder auch die Neukundengewinnung, die wird schlichtweg aufgeschoben. Top-Verkäufer sprechen über Ziele, mittelmäßige über Probleme oder den schlechten Wettbewerb. Wenn der Umsatz jetzt zurückgeht, sind immer die anderen schuld. Die Konjunktur, die unternehmensinternen Probleme, der Wettbewerber oder natürlich auch mal der Kunde gern hergenommen. Eine Geisteshaltung vieler Vertriebler im Moment, die mental blockiert, handlungsunfähig macht und im schlimmsten Fall noch die Kollegen infiziert. Ausreden sind die typischen Rechtfertigungen der Ziellosen, damit ihr orientierungsloses Stolpern wie Tanzen aussieht. Ausreden, Absagen, Ausflüchte. Solche Entschuldigungen sind eine Absage an die eigene Verantwortung. Mal ehrlich, wie lange können und wie lange wollen Sie sich das noch leisten? Es geht mir hierbei gar nicht ums Anprangern, sondern um gezielte Nadelstiche, mit dem Ziel, sie aufzurütteln, sie und ihr Team zu sensibilisieren und zu ermutigen, den ständigen Ausreden endlich keinen Raum mehr zu geben und ihr Team konsequent auf Lösungen zu fokussieren und in die Umsetzung zu kommen und damit auch mehr Erfolg zu haben. Aus unserer täglichen Trainingspraxis sage ich Ihnen aus absoluter Überzeugung, es braucht für den Start die professionelle Anleitung von außen. Das konsequente Aufbrechen von Glaubenssätzen beispielsweise spielt hier eine Rolle, aber auch von Tabus im Alltag. Das Ermutigen zu mehr Experimentierfreude, den Zuspruch von Mut, aber auch gezielter Handlungsanleitung eben bei den ersten Schritten. Und das konsequente Einfordern der Veränderung bei der eigenen Haltung und dem eigenen Handeln. Warum haben Champions im Sport immer die besten Sparringspartner? Warum haben die erfolgreichsten Unternehmer immer die kritischsten Aufsichtsräte? Weil sie wissen, dass ihr Erfolg davon abhängt. Und nur der Sparringspartner das Beste eben aus uns herausholt, geglaubte eigene Grenzen aufsprengt, uns antreibt, neue Perspektiven für neue Lösungswege einzunehmen und auch mal gezielt neue Kniffe verrät, damit wir eben vor dem Gegner punkten. Deshalb mein Denkanstoß heute zum Freitag für Sie. Machen Sie Ihre Stärken und Mehrwerte für den Kunden transparent im Team. Trainieren Sie die merkwürdigen Auftritte jedes Einzelnen beim Kunden. Geben Sie gezielt Best-Practice-Hilfestellung bei individuellen Herausforderungen. Sprechen Sie Ausreden immer sofort an und fordern Sie vor allen Dingen auch die Übernahme von Verantwortung für Ergebnisse, nicht für gegangene Wege. Bringen Sie Fakten und Konsequenzen von Ausreden transparent auf den Tisch und helfen Sie Ihrem Team, durch den richtigen Handlungsrahmen Lösungen out of the box zu finden. Ermutigen Sie, dem Glück durch das eigene Zutun auf die Sprünge zu helfen. Und wenn Sie jetzt für sich und Ihr Team noch wirksame Starthilfe sich wünschen und die zielgerichtete Begleitung für mehr Spaß und Erfolg im Vertrieb, dann rufen Sie mich doch einfach an und wir sprechen darüber, wie genau das für Ihr Team möglich ist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.